Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu World of Warcraft, das mir leider komplett abgestürzt ist, nicht nach der letzten Folge, sondern der Folge, die eigentlich hier vorher hätte kommen sollen. Der ganze Rechner ist mir abgestürzt und die Aufnahme, die relativ lang war, ist komplett leider kaputt. Da kann ich auch nichts irgendwie reparieren oder so. Ihr habt insofern schon ein bisschen was verpasst. Und zwar, ich hatte umgeskillt. Es sieht jetzt hier so aus. Entsprechend ist hier unten ein bisschen andere Sachen drin. Und dann hatten wir ja gesehen, dass hier Aufgaben zu erledigen waren. Die habe ich alle gemacht. Und dementsprechend haben wir bessere Sachen. Ich glaube, das hier, ne? Die Schulterklappen habe ich. Die Brust war es gewesen. Dann waren es meines Wissens, ja, hier die Beinkleider. Und was war es noch? Noch irgendein Teil. Ach so, natürlich, der Stab. Habe ich alles geholt, finde ich super. Sind wir ein bisschen besser ausgerüstet jetzt. Und ansonsten habe ich hier ein paar Leute gemeuchelt und umgebracht. Wir haben das also sozusagen übernommen hier. Und ich habe Karan Dornbogen getötet und Ariel Hirschwacht, die Führungskräfte. Ja, und dann ist hier alles zusammengebrochen. Ja, schade, dass man WoW nicht zurückspulen kann, ne? Bei sowas wäre das dann echt gut. Naja, was soll's. So, wisst ihr ungefähr über den Stand der Dinge Bescheid, aber wir geben jetzt auf jeden Fall erstmal ab. Ich gratuliere euch zu eurem Erfolg, aber ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Lordanel ist jetzt sicher, aber irgendetwas fehlt noch. Es war keine Spur von Sturmgrimm zu sehen. Malfurion hätte niemals Lordanel kampflos fallen lassen. Er muss ihre Verfolgung aufgenommen haben. Meine Armee ist von Norden hergekommen und unsere Verstärkung ist aus dem Süden eingetroffen. Das bedeutet, dass sie sich nicht auf irgendeiner der Straßen befinden. Durchsucht mit mir den Wald. Wir werden sie finden und das ein für alle Mal erledigen. Oh! Geil! Okay. Wir kriegen ein Reittier. Der Kriegshäuptling wartet. Wir kriegen ein Reittier dafür. Okay, das könnte schwieriger dann werden. Findet Sauerfang an der nördlichen Dünkelküste. Ja, aber Sauerfang ist direkt vor mir. Okay, ich fliege vielleicht schon mal ohne dich los, ne? Ich fliege einfach schon mal los. Dann bin ich schon angekommen, wenn du kommst. Dann erwarte ich dich dort. So. Au, oh, was war denn das? Der hier, oder was? Der Häuptling stellt sich Sturmgrimm allein. Ich muss. Oh, Sauerfang! Ein ehrloser Schlag. Ich schäme mich. Grundlos. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Mein Sieg stand nie in Frage. Er hätte nur meine Zeit verschwendet. Setzt dem ein Ende. Nehmt euch einen Moment, wenn ihr müsst. Und dann schneidet ihm den Kopf ab. Trefft mich am Weltenbaum. Ihr habt die Horde im Dienste des Todes geführt. Diesen Tag bereut ihr noch. Malfurion! Nein! Hat sie jetzt wirklich mal... Ihr habt ihn nicht getötet, Ork. Warum? Mein Angriff war ehrlos. Sein Kopf stand mir nicht zu. Dieser ganze Krieg ist ehrlos. Wie könnt ihr es wagen, so viel unschuldiges Blut zu vergießen? Für nichts! Nicht für nichts. Wir vergießen Blut, damit die Horde fortbesteht. Ihr habt Malfurion verschont. Also lasse ich euch die Wahl. Ich nehme ihn mit. Versucht mich aufzuhalten und sterbt.
Oder bleibt dort hocken im Dreck und lebt. Auch ihr habt die Wahl. Ihr bringt ihn nach Darmassus und sterbt beide, wenn wir es erobern. Oder flieht, soweit ihr nur könnt, und ihr beide überlebt. Kommt, Champion. Wir folgen unserem Kriegshäuptling zum Sieg. Hat sie jetzt mal Furion wirklich getötet? Aber Tyrande sagt ja, du hast ihn leben lassen. Nehme ich an, ist es noch nicht ganz vorbei mit ihm? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. So ein bisschen. Nun gut. Ich wundere mich gerade auch ein bisschen, dass Tyrande nicht in Tränen ausgebrochen ist. Mein Liebster, bla bla. Okay. So, sprecht mit Sylvanas. Ja, wo ist sie denn? Ach, da. Da steht sie rum, okay. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Ah, okay. Es werde Licht, ihr Lieben, es werde Licht. Bin bereit. Ich weiß zwar nicht genau wofür, aber wir werden sehen. Sichert den Strand. Bereit machen zur Invasion des Baums. Warum? Warum? Ihr habt doch schon gewonnen. Im Baum sind nur Unschuldige. Das ist Krieg. Nein. Das ist Hass. Zorn. Windläufer. Ihr wart eine Verteidigerin eures Volkes. Erinnert ihr euch nicht? Ich erinnere mich an eine Närrin. Nehmt sie! Lauft! Ich weine um euch. Ihr habt euch das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Verbrennt ihn! Verbrennt ihn! Musik.
Hui, okay. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was da gerade in Sylvanas vorging. Ich hatte aber gerade den Eindruck, ich kannte dieses Video jetzt schon, aber jetzt gerade hatte ich den Eindruck, es war ein bisschen eine Kurzschlussreaktion von ihr, kann es sein, den Weltenbaum abzubrennen. Ich hatte gerade den Eindruck, sie fühlte sich von 0 auf 100 völlig provoziert von dem, was die Elfe da gesagt hat. Als wäre das eine Kurzschlussreaktion gewesen, aber ich fürchte auch, den Weltenbaum da niederzubrennen. Oh mein Gott. Da hinten brennt er. Den Weltenbaum niederzubrennen hat dann vermutlich ihr Todesurteil besiegelt. Entweder wird sie irgendwo als Raid-Boss enden und dabei sterben, oder sie wird als Raid-Boss enden und vielleicht dabei flüchten können. Ich weiß es nicht. Muss euch aber ganz ehrlich sagen, das gefällt mir an sich gerade nicht. Sylvanas war immer mein liebster Charakter hier. Und das ist er auch immer noch. Also davon mal ganz ab. Aber ich hätte es jetzt irgendwie ein bisschen auch schöner gefunden, wenn man hier sie nicht jetzt zur völlig hasserfüllten Furie gemacht hätte. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass das wahrscheinlich dann das letzte Addon sein wird, das wir vielleicht mit ihr sehen. Ich weiß es nicht. Ich habe sie immer, wirklich, ich mag sie am allerliebsten hier in dem Spiel. Also von der Geschichte her gefällt es mir jetzt nicht ganz so gut. Dass sie jetzt den Weltenbaum angezündet hat, das kann man jetzt ganz furchtbar finden oder nicht. Ich sehe das relativ neutral gerade eigentlich. Es ist Krieg und sie ist gerade mal ein bisschen durchgetiltet hier. Aber viele, viele, viele. Also da gab es einen furchtbaren Aufstand nach diesem Video. Da sind die Leute über Blizzard hergefallen und über diese Game-Entwickler, die hier die Geschichten machen und so, und haben die bösartigst beschimpft, dass das jetzt hier nicht mehr ihre Horde ist. Und Sylvanas, ja, letztendlich mal ganz schnell hier einen Abgang machen soll. Und gut. Das sehe ich relativ entspannt mit dem Weltenbaum. Aber dass es jetzt Sylvanas trifft, ich meine, okay, war vielleicht abzusehen. In dem Moment, als sie Kriegshäuptling wurde, da konnte man eventuell schon darauf schließen, okay. Naja, die hat es dann bald hinter sich, aber war jetzt vielleicht nicht so eine ganz so eine tolle Aktion hier von ihr, aber man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Sylvanas noch weiterhin im Spiel bleibt für die Zukunft. Denn ja, sie ist wirklich meine Liebste, obwohl das jetzt hier echt eine überflüssige Aktion gerade war. Aber nun gut. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? So, da haben wir Als schon. Als ich euch auf diese Mission geschickt habe, habe ich das nicht vorhergesehen. Unser Angriff sollte den Krieg beenden, bevor er beginnt. Dem Feind mit einem Streich sein Zuhause und seine Anführer nehmen. Eine Wunde schlagen, an der die Allianz verblutet. Wir waren nur zum Teil erfolgreich. Die Allianz wird sich rächen. Sie werden uns jagen. Mich und euch. Aber sie bluten. Ihr Zorn wird sich als Schwäche erweisen im aufziehenden Krieg, nicht als Stärke. Ruht euch aus. Wappnet euch für die kommenden Schlachten. Ich brauche euch. Tja, da geht sie dahin. Okay. Und da brennt alles. Eigentlich hatte ich sowas erwartet, wie dass wir direkt hier einfallen. Noch. Und da irgendwie noch kämpfen oder irgend sowas in der Art. Aber okay, anscheinend nicht. Sylvanas muss sich jetzt Gedanken machen, denn da wird sie jetzt garantiert gejagt werden. Und wir natürlich auch, ihr Lieben. Das war ja jetzt auch vielleicht ein bisschen arg, ne? Naja, okay. Aber ja, anscheinend, ihr Lieben, ist das das gewesen vom Pre-Event. Mit dem schnellen Ende hätte ich ja jetzt gerade gar nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber dann lasst uns doch nochmal gucken. Wir haben doch, was haben wir denn jetzt bekommen? Kampfzerschlissene Zügel der solchen Fledermaus von Unterstadt. So, okay. Dann will ich doch mal, dann wollen wir doch mal, ne?
Warte mal. Ist es unter Kavi Kampf? Nee. Nee, oder ist es eher unter Seuche? Oder, wie hieß das Ding? Ach komm schon. Zügel Seuchenfledermaus. Das ist doch. Wo ist es denn jetzt hin hier? So, warte mal. Dann, bin ich aber auch hier völlig falsch. Ich sollte bei den Reittieren gucken. Ich sollte bei den Reittieren gucken. Und das auch richtig schreiben. Kampf. Moment, bin ich denn jetzt blöd? Ach, da. Entschuldigung. Entschuldigung, ihr Lieben. So, Seuchenfledermaus von Unterstadt. Na also, es geht doch. Seuchenfledermaus von Unterstadt. Da ist sie. Oh, nice. Okay, die Farbe finde ich jetzt nicht so schick. In weiß. Ich habe es da gerne eher ein bisschen dunkler. Aber das macht ja nichts. Dann werden wir wieder mal hier aufsatteln. Ui. Dong, dong, dong. Die ist aber gewaltig. Ist aber gewaltig, ihr Lieben. Schick. Muss ich schon sagen. Ja, Manu, jetzt ist es das hier echt gewesen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen weiter gemacht. Das war jetzt gar nicht mal irgendwie so lang, ne? Hm, naja, okay. Oh, warte mal, hier haben wir noch was. Schulter. Schulter. Durchhaltevermögen. Aha. Okay, das könnten wir noch machen. Intelligenz, Ausdauer, Crit, Tempo. Okay, ist aber im Prinzip das, ja. Was bedeutet denn minus unzerstörbar? Warte mal bitte. Rüstung, Int, Ausdauer, ja, Crit, Tempo. Ach so, die ich anhabe, ist unzerstörbar. Unzerstörbar? Das ist ja nice. Heißt das, die muss ich nicht reparieren oder was? Okay, cool. Müssen wir denn da machen? Verstärkungstruppen töten? Danassische Dinger? Hm, okay. Aber wenn meine sowieso unzerstörbar ist, oder ist die das erst geworden, seit ich sie angezogen habe? Das könnte natürlich auch sein. Na gut, ihr Lieben. Dann werde ich hiermit das Pre-Event beenden. Wir haben auf jeden Fall ein schickes neues Reittier bekommen, wie ihr seht. Der Weltenbraun brennt. Das ist nicht so schön. Ja, und dann hoffe ich aber, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn das Spiel dann draußen ist. Am 14. August. Ich denke, ich werde nicht sofort starten, Let's Play aufzunehmen. Weil Never Play on Patch Day und schon gar nicht Never Play on Release Day. Dann wird hier die Hölle los sein. Ich weiß es also noch nicht, wann wir damit starten. Wenn wir dann mal schauen, aber ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bitte Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.